Und es begab sich zu einer Zeit, als die Leute in Laternenstadt ihre Felder gepflügt, die Äcker bestellt haben. Es gibt Zeiten der Entbehrung und es gibt Zeiten der Völlerei. Und damit Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Runde Let's Play Banished. Hier bei Mr. Helvetic Let's Plays. Ja. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Es fehlt uns an nichts. Aktuell nicht mal mehr an Holz. Und wir haben den Nahrungsvorrat, die magischen 100.000 Einheiten geknackt. Okay. Schön, und hier kommt Holz und Kohle, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne, werden wir uns alles holen. Und 1000 Einheiten Fisch. Und schon haben wir das, was wir brauchen, um handeln zu können. Wir schauen in die Aufträge. Dann brauchen wir jetzt auch die Sorggüter nicht mehr. Wir bleiben bei Kohle, Brennholz und Holz. Ja, doch. Mal Pfirsich und Pflaume anpflanzen. Sieht soweit doch ganz gut aus. Lassen hier mal in dem Gebiet die Kräuter ernten. Von Holz befreien. Läuft ganz gut, unsere Honigproduktion. Ja. Da könnten wir jetzt eigentlich auch schon mal ein wenig Honig hier ins Lager aufnehmen. Sind mal 100 Käse. 1000 Einheiten Hammelfleisch. 1000 Einheiten Honig. Mal schauen wir mal, dass wir von allem mindestens eins da haben.
So. So, jetzt hätten wir nämlich noch je ein Acker und ein Obstgarten frei, wo wir dann nötigenfalls schauen können, was wir da dann anpflanzen. Oh, aber unsere Lager. Unsere Lager werden wieder voll. Na, wenn wir das ein bisschen geschickt anstellen wollen, ziehen wir hier einfach mal eine gepflasterte Straße rüber. Und stellen einfach hier hinten noch mal ein paar Lager auf. Und schauen, was uns der Händler so zu Tausch anbietet. Wobei, wir geben jetzt hier einfach alles Saatgut nochmal in Auftrag. Und dann kann man schauen, sollte man dann wirklich nochmal was brauchen, dass da ganz sicher ein Händler kommt, der uns dann nochmal alles anbietet. Jetzt aktuell aber brauchen wir nichts. Stein und Eisen ist alle. Das habe ich ja komplett übersehen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und ich dachte schon, wieso bauen die hier nicht weiter? Okay. Alles halb so wild. Alles gar kein Problem. Hier bauen wir Eisen ab und hier bauen wir Stein ab.
So, das dürfte dann wieder reichen für eine Zeit. Jetzt mal alle schön hier auf Abbau. Ja, und ich habe mich schon gewundert, wieso denn hier die Häuser nicht weitergebaut werden. Kann ja schlecht, wenn wir kein Eisen und kein Stein mehr haben. Brennholzvorräte sind fast aufgebraucht. Da sagt mir die Statistik aber was anderes. So, dann wird es Zeit, dass wir uns mal Gedanken machen, wo wir hier unsere Minen platzieren. Werden die aber natürlich erstmal pausieren. So, zweimal Steinbruch, auch mal pausieren. So, und zwar genau so soll das sein. Dann haben wir hier schon mal unser Abbaugebiet abgesteckt. Wir könnten hier aber noch eine zweite Mine Dann haben wir hier zweimal Kohle. Zweimal Eisen, zweimal Steinbruch. Damit sollten wir dann doch erstmal über die Runden kommen. Okay. Dann ziehen wir hier vorerst mal zwei Arbeiter ab. Lassen hier den Tunnel erst von den zwei aufbauen. Nämlich schon mal einen etwas beschleunigteren Durchgang. Ah, geht ja ganz schön munter voran. Ah, Tunnel ist fertig. Abziehen und als Arbeiter einsetzen und langsam füllt sich auch Eisen und Stein wieder auf. Und voilà! Durchschnittliche Gesundheit der Siedler auf 5 Punkten. Und die sind jetzt hier munter am Eisen und Stein abbauen. Ganz genau so muss das sein, so und nicht anders. Noch ein bisschen Eisen, was abgebaut werden kann, und auch ein wenig Stein.
Weil das muss früher oder später ja so oder so freigeräumt werden. Sobald wir dann da unsere Werke, also unsere Bergwerke und unsere Steinbrüche aufstellen. Läuft alles? Unsere Häuser werden auch langsam aufgebaut. Kann man nichts meckern. Oh, und der nächste fahrende Händler ist da. Mit Pflaumenkernen. Ja, nee. Unsere Nomaden zu uns kommen wollen. Ah, Lagerhäuser werden auch langsam aufgestockt. Sehr schön, wie das alles klappt. Ja, und es war auch höchste Zeit. Die gebauten Häuser, die sind schon, ja, gut vergeben. Ah, und, oh Mist, jetzt waren sie, 23 Nomaden möchten gerne Einwohner unserer Stadt werden. Die nehmen wir doch auf. Und jetzt ist es gut. Ah, da sind ein paar in der Notunterkunft. Passt schon. Jetzt ist es aber an der Zeit, unsere Brennholzvorräte etwas aufzustocken. Und zwar von 800 auf 1000 Einheiten. Das dürfte soweit eigentlich dann schon mal reichen. Werden aber sicherheitshalber auch noch einen Holzhacker hier in unsere neue Siedlung raufstellen. So, und so schnell kann es gehen, dass man dann hier plötzlich wieder ein paar Arbeiter mehr hat. So lobe ich mir das. Weil dann könnten wir nämlich jetzt auch hier diesen Bereich mal komplett zur Räumung freigeben. Mal hier schon ein Stück.
einfach mal so abbauen lassen, weil wir haben ja jetzt genug Arbeiter. Ja, das kommt sehr gut. So. Weil hier, wo ja unser Abbaugebiet dann entsteht, und damit uns das Holz dann nicht ausgeht, würde ich sagen, werden wir hier in dem Bereich vielleicht noch den ein oder anderen Forstwart einstellen. Wir können jetzt hier aber auch alles aufs Maximum setzen. Da haben wir jetzt 4 von 4 Fischern und 4 von 4 Sammlern. Jupp, passt. So werden wir jetzt hier mal die Siedlung ein bisschen erweitern. Mit unseren altbekannten Steinhäusern, auch wenn wir jetzt hier gerade momentan ein bisschen eine Steinknappheit zu verzeichnen haben. Das macht nichts, es muss ja nicht sofort gebaut werden. Alles jetzt wieder langsam aber sicher auffüllt. Hier mal eben noch die 3 Lagerhäuser aufbauen, welche schon komplett mit Material versorgt sind. Sobald die stehen, werden wir dann auch unserem Holzhacker hier oben in der Siedlung Priorität geben. Geben dem jetzt aber auch gleich ein eigenes Lager für Feuerholz. Und der nächste Händler ist hier mit. Das ist der Rohstoffhändler. Da geben wir ihm jetzt einfach auch mal noch Stein und Eisen in Auftrag. Kaufen dem aber auch gleich mal das Holz und das Brennholz ab. Das entspannt dann die Situation bei uns ein wenig. Ah, was geben wir dem dafür? Der möchte gerne 1450 Einheiten. Ach ja, passt schon. Dann
entspannt sich die Holz- und die Brennholzsituation schon mal wieder ein klein wenig. Was ich da gesehen habe, in unserem Lager, wir haben da ja Eisen eingelagert. Das holen wir dann einfach wieder raus. Stein hatten wir gar nichts drin. Also bis auf eine Einheit. Das lassen wir aber auch so. Gut. Gibt uns das aber so schon wieder ein bisschen Spielraum. Und die Möglichkeit, unseren Holzhacker hier auf hohe Priorität zu setzen. Ziehen jetzt hier aber wieder zwei Bauarbeiter ab. Und schauen mal, was wir hier so machen können. Und sobald dann unsere Händler für die allgemeinen Saatgüter oder Allgemeingut da ist, werden wir auch bei dem Eisen und Stein in Auftrag geben. Und zumindest so lange, bis wir unsere Bergwerke und unsere Steinbrüche dann in Auftrag geben konnten. So, hier tun wir erstmal pausieren. Dann lassen wir halt in Gottes Namen erstmal dieses Lagerhaus bauen. Und kümmern uns dann um den Holzhacker. Ebenfalls schlagen wir einfach mal noch eine Brücke nach hier drüben. Wobei das dürfte eigentlich nicht nötig sein, da haben wir ja hier bereits Zugang von oben. Räumen hier halt nötigenfalls noch etwas auf mit den Ressourcen. Spendieren dann hier halt einfach mal noch ein paar Lagerplätze. Schön, wie wir hier am Räumen sind. So muss das sein. Gut.
funktioniert alles ungefähr so, wie ich mir das vorstelle. Naja, mal abgesehen von... sieh mal an. Eisen füllt sich langsam. Stein. Naja, brauchen wir halt hier gerade ziemlich viel für unsere Wohnhäuser. Sollte sich dann aber nächstens auch ausgehen. Also da mache ich mir jetzt absolut keine Sorgen. Weil wir haben die Holzkrise geschafft. Dann schaffen wir ganz sicher auch die Stein- und Eisenkrise. Dann gucken wir uns mal an, was hier die Wolleproduktion sagt. Ja, doch. Und ich würde mal sagen, dann können wir jetzt aktuell aber sogar auch unsere Viehweide hier noch fertig bauen. Dafür haben wir gerade und gerade noch genug Holz. Und der nächste Händler kommt, wer weiß, vielleicht bringt er uns ja schon Stein und Eisen mit. Wobei Stein ja jetzt etwas dringender gebraucht würde als Eisen. Nein, es ist der Lebensmittelhändler, der uns bringt Dinge, die wir absolut nicht brauchen können. Deshalb tschüssi mit Üssi. So, dann werden wir unseren Bautrupp mal etwas aufstocken. Und wir stellen Holzhacker Nummer 3 ein. Wir setzen die Limite auf 1500 Einheiten. Die können wir dann sukzessive wieder runterfahren, sobald wir unsere erste Kohlemine in Betrieb genommen haben. So, reduzieren wir wieder auf 4, damit uns unsere Leutchen hier auch schön Stein vor die Hütte rollen. Ah, es wird langsam, auch hier unten wird schön abgebaut. Genau so muss das sein, so und nicht anders. Hier werden wir dann nächstens auch mal den Marktplatz anfangen zu bauen. Unsere Arbeiterzahl steigt und steigt. Und ihr seht, auch die Steinvorräte gehen langsam aber sicher auf. Und hier 4 neue Lagerhäuser, die noch nicht belegt sind. Ja. Schauen wir mal, ob unsere Viehweide hier... noch nicht ganz. Kommt aber langsam. Ganz genau so, wie es sein soll.
So langsam aber sicher scheint sie ja wirklich zu funktionieren. Nice, sehr nice. Ebenso das hier. Und hier pausieren wir jetzt aber erstmal vorläufig den Aufbau der Wohnhäuser. Sammeln erstmal wieder ein bisschen was an Ressourcen auf. Nichtsdestotrotz könnte ich hier eigentlich nochmal eine Reihe Häuser hinstellen und die dann halt einfach auch sofort auf Pause stellen. Dann haben wir schon mal einen kleinen Überblick, so rein städteplanerisch. Genau so. Das heißt, aktuell haben wir hier noch 11 Wohnhäuser, die dann bei Gelegenheit gebaut werden können. Dank unseren Fischern haben wir auch genug Fisch. Ja, doch, passt schon so. Die Viehweide hier unten ist jetzt fertig gebaut. Das heißt, oben werden wir die Weide jetzt leeren und das komplett hier nach unten verlegen. Gehen hier erstmal auf Rinder. Platz für 20. Hier oben, na gut, ist jetzt zugegeben nicht so viel größer. Naja, anyway. Womit wir dann hier auch abreißen können, und zwar mit dem. Ansonsten auch noch ein klein wenig Holz geben sollte. So, bald. Ah. Und wir haben unseren ersten Toten. Und zum Glück an Altersschwäche und nicht durch irgendeinen Unfall. So. Ich habe mir gerade noch gedacht, jetzt wird es langsam Zeit für eine Kirche und einen Friedhof. Und schon nippelt uns der erste ab. Naja. Da kommt unser Allgemeingüterhändler. Dem kaufen wir hier natürlich komplett alles ab, was der uns zu bieten hat. Dann gibt es mal wieder ein bisschen Platz in den Lagern.
Hier gibt es 2000 Einheiten, hier gibt es 1000 Einheiten. Und 400 Einheiten Milch. Und schon haben wir das zusammen. Geben jetzt hier aber auch gleich noch, wie gesagt, Stein. Und wo ist es denn? Stein, Stein, Stein. Wo ist das Eisen? Eisen, 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 genau, mit in Auftrag. Okay, dann geben wir jetzt hier schon mal unsere Kirche mit in Auftrag. Und zwar die große Kirche. Und der nächste ist gestorben. Ja, jetzt werden die ersten Leutchens ziemlich schnell hintereinander abnippeln. Bauen wir uns hier mal einen kleinen Friedhof hin. Weil jetzt sinkt auch die Zufriedenheit. Okay, die Kirche, die ist jetzt, da müssen wir mal 6 Leute hinholen. Auf mal den Friedhof können wir auch relativ zügig aufbauen. Das wird eng. Freunde, ich sag's euch, das wird eng. Komm, noch 3 Steine. Ah, gut. Und der Friedhof wird uns hier natürlich nicht lange ausreichen. Weil wir haben doch jetzt immerhin eine relativ große Siedlung. Ihr seht hier 136. So, jetzt mit der Kirche und dem Friedhof. Oh ja, war Platz für 56 Gräber. Ich hoffe, damit kommen wir erstmal über die Runden. Jetzt dürfte dann auch die durchschnittliche Zufriedenheit wieder auf die vollen Punkte raufgehen, auf 5. Sagen, lassen wir mal die 2 Häuser weiterbauen. Und das wäre es dann gewesen für diesen Part. Ihr seht schon, Laternenstadt wächst und gedeiht, wird schon zu einem richtigen kleinen Dorf. Tja, auch wenn es traurig war, dass wir jetzt unsere ersten Siedler verloren haben, aber das gehört halt nun mal dazu.
Dafür sind wir jetzt um eine Kirche und einen Friedhof reicher. Ja. Hier werden wir dann im nächsten Part mal ein bisschen Feintuning machen, eventuell den Friedhof etwas ausweiten. Oder hier außerhalb noch eine Kapelle und einen zweiten kleineren Friedhof hinstellen. Das müssen wir dann mal schauen, wie es platzmäßig ausschaut. Auf jeden Fall haben wir noch viel zu tun. Noch ein weiter Weg liegt vor uns, um Laternenstadt zu einer Metropole auszubauen. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen. Oh, hier den Händler, den grasen wir noch schnell ab, wenn der schon da ist. Den grasen wir noch schnell ab. Und dann was haben wir da noch? 30 zu viel, das heißt 12 Liter reichen da. So, Handel getätigt und weg mit dir. So, also das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen fürs Video da oder ein Abo für den Kanal, mich würde es freuen. Und dann hoffe ich, ich sehe euch im nächsten Part hier in Laternenstadt bei Banished wieder. Dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal, euer Mr. Helvetic Let's Plays.